Barbara, alles Gute, super Rennen heute von dir und deutsche Meisterin im Vertical Race nach der WM, die für dich ja oder nicht ganz optimal gelaufen ist. Wie hast du dich heute gefühlt? Heute habe ich mir eigentlich nicht so viel gedacht. Ich habe mir nur gedacht, schauen wir mal, ob es geht oder nicht. Und es ist ganz gut gegangen. Du hast deine Konkurrentin recht deutlich abgehängt. Kam dir das Rennen entgegen? Wie waren die Bedingungen? Naja, ich weiß eigentlich auch nicht, aber ich habe jetzt halt einfach zwei oder drei Männer bei mir gehabt und ich habe mir nur gedacht, da bleibe ich jetzt dran und dann ist es einfach besser gegangen. Stehen noch Rennen für dich aus jetzt in der Saison oder war jetzt das der dritte der vor Skitouren Cup dein letztes Rennen oder willst du noch Klassiker bestreiten, die noch kommen? Ja, morgen haben wir halt die Wulzau-Staffel in Zellrhein oder Praxma und ja, eigentlich ist es jetzt vorbei. Also nur so, was kommt. Und was steht im Sommer für dich an? Entspannen oder trainierst du weiter? Was machst du noch so für Sportarten neben dem Skibergsteigen? Also im Sommer ist just for fun, also da heißt es einfach, ich tue schon Mountainbike fahren und auch Berglaufen, aber wie gesagt, wenn es mich gefreut, dann mache ich mit und wenn es zeitlich ausgeht und wenn nicht, dann nicht. Nächstes Jahr, DAV Skitouren Cups, können wir dich wieder begrüßen? Da ist es so lang hier, da kann ich jetzt nicht noch, ich muss nichts sagen. Alles klar, dann bedanke ich mich für das Gespräch und herzliche Gratulation nochmal. Danke.